So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Battle Report und hier aus dem Tabletop Basement. Manuel von den Tabletop Eagles ist da und wir spielen heute Battle Group mal wieder. Schön, dass du da bist. Ja, wir spielen die Liste, die ich euch neulich mal in dem Video vorgestellt habe. Ihr habt gesagt, Mensch, wir wollen die auch mal in Aktion sehen. Das werdet ihr heute sehen. Wir haben versucht, eine Gegenliste zu schreiben. Endschlacht. Ja. Es geht Richtung 1945. Ja, wir haben ein paar Russen auf dem Feld. Wir haben tatsächlich viele Panzer auf dem Feld. Wie man das von den Russen auch so kennt. Ja. Und wir sind sehr gespannt, was da heute passiert, weil wir haben ja, hast du schon mal gegen Königssieger gespielt? Nee, also das Größte, wogegen ich mal gespielt habe, war ein Tiger 1. Das war das Schwerste. Hast du geknackt? Nein. Nein. Ich habe das eine Mal Pech gehabt und hat da auf 50 Zoll oder so mit einem Lucky Shot direkt meinen Firefly weggeknallt. Mhm. Und dann habe ich es versucht, den irgendwie aber kein Beikommen. Mhm. Aber jetzt ist ja nicht nur ein Tiger 1, sondern es sind vier Tiger 2. Ja. Das heißt, noch eine geilere Panzerung, noch eine geilere Kanone. Noch mehr Angst, noch mehr Munition. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir zeigen euch jetzt gleich mal noch die Armeen, wie sie denn komplett aussehen. Die eine Armee kennt ihr ja schon, aber ich werde es euch gleich nochmal zeigen. Sie ist tatsächlich bemalt. Ich habe vorgestern noch den letzten Pinselstrich gemacht. Ach. Ja, damit sie auch pünktlich zum Video fertig ist. Aber man kennt, also bei uns ist es immer so, man malt neue Figuren an, man setzt sie ein und sie verkacken komplett. Naja, vielleicht. Vielleicht. Das weiß man ja noch also nicht. Also bei uns war es häufig der Fall. Und das wird sich widerspiegeln. Wir werden sehen. So, wir zeigen euch die Armeen, wir zeigen euch den Tisch. Wir haben heute ein paar Kameras hier aufgebaut. Wir versuchen das heute noch einmal, weil letztes Mal hat es ja nicht so funktioniert. Aber wir hoffen, dass es heute gut funktioniert. Also viel Spaß, wir zeigen euch jetzt die Armeen und dann geht's los. So, dann erzähl mal, was hast du denn hier mitgenommen? Ja, natürlich, wie man sieht, eine geballte Panzerstreitmacht hier. Mein Hauptquartier ist einmal ein Offizier im T-34, das sind alles 85er hier. Ja. Die mussten wir jetzt proxen, Schande über uns, aber ja. Das sind alles T-34, 85 hier. Einer ist dann Forward Headquarter, jo. Dann sind vier Offiziere dabei und sechs normale. Und dann natürlich noch dabei hier drei IS-2, damit man den Königstigern vielleicht ein bisschen Paroli bieten kann. Dann braucht man natürlich zwei Versorger hier und ein kleines Infanterieplatoon hier, ein russisches, zu Fuß, ohne Fahrzeuge. Ja, ohne Waffen. Ohne Waffen, russentypisch halt, wie man es kennt. Ne? Einer hat die Munition, einer das Gewehr und Fahrzeug gibt es nicht. Ja, das ist schon die kleine Streitmacht. Keine Artillerie, ein bisschen ungewöhnlich für Russen. Aber keine Artillerie und keine Aufklärer. Stimmt. Das ist auch sehr untypisch für Battlegroup-Verhältnisse, weil man ja immer ein bisschen Nachteil ist. Ja, das stimmt. Aber mal gucken, da ich halt so einen geballten Panzerkeil habe, werde ich einfach durch die deutschen Linien durchschneiden wie ein heißes Messer durch Butter. Werden wir sehen. Ja, kommen wir zur deutschen Aufstellung. Ihr kennt die Liste bereits aus dem Video. Wir haben hier drei Königstiger im Platoon. Wir haben einen Königstiger als Headquarter. Wir haben das Recce Infantry Armored Platoon. Das ist wirklich auch so eine einzigartige Kombination, wie man sie bei Battlegroup spielen kann. Wir haben hier sechs Halbketten. In vier Halbketten befindet sich jeweils ein MG-Team mit vier Mann. Und eine Halbkette besteht aus dem Command und dort ist jetzt auch der Medic drin. Und das Command ist auch ein bisschen kleiner, das heißt, wir haben das Command-Team mit zwei Mann. Dementsprechend sind die MG-Teams um einen Mann größer, wie man sie sonst kennt. Und eine Halbkette ist mit einer 3,7 cm Pack ausgerüstet. Die sehen wir hier leider nicht, weil ich leider noch kein passendes Fahrzeug habe. Dann haben wir als Aufklärer zwei Sonderkfz 222. Drei Versorger, vorsichtshalber. Weil einen brauche ich auf jeden Fall für die Artillerie, die steht hier. Hier haben wir zwei Grillen und natürlich noch die Pack 43, nicht 46, mit einem Sonder-Kfz-7, um sie gegebenenfalls auch nochmal ziehen zu können. Ja, das insgesamt sind es dann 669 Punkte. Nein, Quatsch, es waren 869 Punkte mit einem Battle-Rate von 45. So, wir befinden uns jetzt auf dem Tisch. Wir spielen das Szenario Flanking Attack und wir haben jetzt schon soweit alles ausgewürfelt, was ausgewürfelt werden muss. Wir haben erstmal als erstes Marker platziert. Wir haben einen Marker in der Mitte, dann haben wir W3 plus zwei Marker. Das heißt, wir haben dann auch fünf volle Marker gesetzt. Ich habe zwei gesetzt, ich habe einen in meine Aufstellungszone gesetzt und einen ein bisschen weiter entfernt. Ja, du hast es ebenfalls getan. Ich habe hier eins platziert, genau. an der Hecke genau. Und eins hier vorne an der Zaunecke hier. Genau, das heißt, wir haben fünf Marker, das ist schon ordentlich. Das heißt, wir können eine ganze Menge Battle Rate
klauen. Dann ging es darum, die Speerspitze auszuwürfeln. Ja, ich habe eine hervorragende Speerspitze geworfen. Ich habe meinen Sonderkart für 250-10 platziert. Ihr seht hier natürlich einen 250-1, aber es ist ein 250-10 mit einer 3,7 cm Pack oben drauf. Ja, du durftest 3 Einheiten aufstellen. Ja, aber auch nur kleine Sachen. Ja, ja, klar. Hier ein IS-2. Ja. Und dann 2 T-34 ja. Dabei mit auch beides direkt Offiziere. Ah ja. Ich habe ja ein paar, die waren dabei in meiner kleinen T-34-Kompanie. Ich dachte, die kann man auch gleich mal 2 aufstellen. Genau. Für 2 sichere Befehle. Ja, natürlich. Ja, dann ging es darum, Wetterkondition haben wir ausgeworfen. Alles gut. Super. Wir haben die Sonderregel Mudbound. Genau. Das heißt, wir haben Matsch. Jede 1, die beim Wetterrate gezogen wird, muss auf eine Tabelle geworfen werden. Gegnerische Fahrzeug legen und dann wird gewürfelt. Was passiert? Kann feststecken, dass er dann quasi bewegungsunfähig ist. Genau. Oder das zweite Ergebnis war, glaube ich, dass wir dann im Difficult Terrain... Ja, genau. Genau. Ja, dann ging es in die Scout-Phase, mehr oder weniger. Ich habe 2 Scout-Einheiten mitgenommen, habe sie schon platziert. Da durfte ich auch würfeln. Genau, die Flanking Zones. Genau, die Flanking Zones. Manuel konnte nicht würfeln, weil er keinen... Also er hat zwar auch geworfen, aber konnte nichts dazu addieren, weil er keine Scout-Einheiten hat. Er sagt, Russen brauchen sowas nicht. Aber gut, hier stehen jetzt 2 Sonderkfz 222 gegen 3 schwere Panzer. Puh, eventuell kann man beim T-34 anklopfen. Und ansonsten... Genau, das Flanking Zone hattest du ja diese Ecke auch gewählt. Genau. Er hätte sich aussuchen können, ob jetzt die oder die Ecke. Er hat jetzt den Wald da genommen, ja. Um eventuell ein paar Missionsziele zu klauen. Vielleicht. Genau. Ja, da hinten hätte wenig Sinn gemacht. Vielleicht hätte ich da dich ein bisschen umfahren können. Aber wird man sehen, was kommt. Ja, ich bin sehr gespannt, was passiert. Wir haben jetzt ab Runde 2 gibt es Verstärkung. Genau, ich glaube, da wir ja Kompanien spielen, glaube ich, sogar 2W6, glaube ich. Genau. Müssen wir gleich nochmal gucken, ob das dann richtig ist. Ja, ich brauche erstmal noch keine Verstärkung. Also wir können erstmal so weitermachen. Gut, dann würde ich sagen, erste Runde. Wir müssen noch Marker ziehen. Richtig. Also wir haben vor Spielbeginn. Du hast einen Marker eingenommen. Ich habe den eingenommen, genau. Und ich habe den eingenommen. Und ich bin ausgeoutet. Also das heißt, du ziehst 2 Marker? Ich muss 2 Marker ziehen, genau. Ja. 2 Air-Attacks, ne? Natürlich. Mhm. So, wir zählen die Battle Rate Marker wieder mit. Atombombe. Ja. Ach nee, das war woanders. Ja, das war woanders. Müssen wir auch bald mal ausprobieren. Oh! Beyond the Call of Duty. Ach, natürlich. Okay. Das ist doch schon mal schön. Ja. Für welche Einheit? Muss ja auch einen Rallye-Tester machen. Genau, das ist bei den Russen nicht ganz so gut. Mhm. Ich glaube, der ist eine ganz gute Position. Ja. Da kann ich den... Siehst du mich tatsächlich? Ja? Ich sehe dich. Ah, ich habe den Hügel leider zu klein gemacht. Also du bist auf jeden Fall obscured. Ja. Aber ich sehe oben den Turm und oben ein Stück von der Wanne. Mhm. Ich würfel erstmal wegen Moraltest. Oh, das reicht auf jeden Fall. Ja. Dann möchte ich gerne feuern. Ja. Muss ich erstmal aufklären. Ja. Scout Vehicle ist die 3. Ich bin Scout Vehicle. Und dann Scout auf die. Du bist ja ein Scout. Wenn ich ein Scout wäre, würde ich einen besser treffen. Ja. Ach, stimmt, genau. Der Scout gibt dir nur den besseren. Ja, dann hauen wir mal den ersten Schuss raus. Ja. Muss man aufklären. Natürlich nicht. Ja, das ist im dichten Wald. Ja, der ist auch 4 reicht, ja. So, dann müssen wir mal gucken, wie weit das entfernt ist. Ich denke mal, irgendwas zwischen 10 und 20. Nee, wir sind sogar über 20. 20 bis 30. AP ist die 4. Dann bist du obscured. Gut, die 5. Auf die 5. Nein, gar nichts. Und ein Schuss ist raus. Gut. Dann lege ich mir mal hier so einen kleinen lustigen Würfel rein. Genau. Wir haben, glaube ich, noch kleinere. Oder warte mal. Das ist ein Schnee. Ja. Ja. Aber ich gebe dir das noch ein paar mehr mit. Gut, und dann ist der Marker abgefrühstückt. Gut. Das heißt, ich beginne jetzt, ne? Genau, das hatten wir auch ausgewählt soweit schon, dass du... Genau, ich starte... Okay. Die Gegenoffensive. Gut, du hast mich beschossen. Mhm. Würde ich direkt mal zurückfeuern. Was? Ja, tatsächlich. Das heißt, du bist Obscured Firing Vehicle. Mhm. Das treffe ich auf jeden Fall schon mal besser. Vehicle Obscured Fire auf die 2 Plus. Aber dank Scout, ne? Oh. Ach so, ja, genau. Ja. Plus, dann ist es ja keine 1. Okay, das ist ein Kippel. Okay, wir würfeln mal woanders. Aufgeklärt. Ich schieße gleich 2-mal. Ja, gut, das wird ja dasselbe sein. So, beide Schüsse aufgeklärt.
Das war über 20. Genau, 20 bis 30. Das ist gut. 4, also auf die 5. Ja, beide Schüsse. Nix. Nix. Aber ein Meier. Ja. So, zwei Schüsse drauf. Ja, aber die haben ja genug dabei, ne? Ich glaube 16 Schüsse oder sowas, ne? Ja. Ja, das sehe ich nicht. Leider, da ist der Wald. Wobei. Na doch, ich sehe den Turm. Da müsste ich aber aufklären. Auch gut ist ja sowieso, weil das ja, ja hier als Wald, als, ja, als, sag ich mal, als lichter Wald. So, beide Schuss. Die 5 ist aufgeklärt, die 2 ist nicht aufgeklärt. Doch, die 2 auch. Ach, weil ich ja... Also hast du auf den gefeuert, ne? Ja, genau. Ach ja, stimmt, der hat ja geschossen. Ist ja, ja, ja noch ein Plus wegen Scout. Dann haben wir... Ja, wieder auf die 5 jetzt. Oder ist der nicht da? Ja, der ist unter 20. Okay, 10 bis 20, dann ist die 3, aufs gut die 4. Bewegt das hier keiner? Das sind zwei Treffer. Ich habe Panzerung J. Und ich habe Stärke 2. Ja, das ist 12, ne? Ja. Hin. Ja, aber immerhin, ne? Ah, knapp. Unter, aber ist ein Moralcheck. Ach, stimmt. Ja, gut. Davon waren beide, ne? Warte, ne, das war erst der erste. Ach so. Ah, Beyond the Call of Duty. Mhm. Ich mach mal einen Test. Ja. 5 sollte reichen. Ja. Ja, dann möchte ich gerne da auf den zurückfeuern. Ja, bitte. Aufklären. Ja. Das reicht. Ja, dann also für 4. Ja. Ja. So, was haben wir gesagt? 10 bis 20 Zoll, da habe ich Stärke 9. Mhm. Was hast du für eine Panzerung? Muss ich das? Ist das so? Oh. Oh, das ist auch das Zeug, was die Leute da machen, ne? Die 3. Ja, ja, Platz da. Zerstört. Was ist jetzt eigentlich mit meinem zweiten Schadenswurf? Der verfällt. Der, weil ich ja, ja vor, ja, dir, ja, quasi, genau, ja schon die Initiative ergriffen habe. Ui, da ist hier schon einer geplatzt. Ah, ich hätte auch vorher ansagen können, ne, dass ich einen auf den absetze. Aber ich bin mir auch nur mal sicher gegangen, lieber. Das ist auch schon ein Marker. Ja, das stimmt. Oh je. Ich habe gerade im Übrigen ganz vergessen, meine Befehle auszuwürfeln. Ja, gut. Aber, das ist ja ein Erl-Tag. Das ist ja praktisch. Nächste Runde. Den vergessen wir nächste Runde erstmal. Ja, ich hatte ja, aber Befehle, drei hätte ich ja so. Also, ja, ich kann sie nochmal würfeln. Noch einen, ja, die 6 setzt du noch dazu. Genau, also von daher, es sind 9, es sind 12 Befehle. Du hast ja nur 3 Einheiten. Genau. So, der hat geschossen, der hat geschossen. Der ist geplatzt. Jetzt habe ich noch hier meinen Sonder-Kfz. Und der fährt mal, was fährt denn so ein Sonder-Kfz? Ich glaube im Gelände 12. Im Gelände 12, ja. Dann mache ich fahren, würde ich mal sagen. Komm, ich will das auf die Straße. Obwohl, warte mal, ich kann auf die Straße, aber wobei, ey, das Ding platzt einfach nur. Ja, ich muss ja erstmal aufklären und treffen, ne? Das, ja, ist ja, nee, auch nicht gesagt, dass das. Ja, aber nicht mit einer. Ich mache so eine 3 cm Stärke 4. Ach nee, komm, ich mache fahren. Einmal schnell so, ey, über die Straße, oder war was? Und nehme den Marker ein. Ach, guck an. Wenn ich jetzt eine 1 ziehen würde, müsste ich es ja offen aufdecken, ne? Ja, genau. Dann müsste man ja gucken. Zählt ja dann noch als 0, ne? Genau. Ah, eine 5. Das ist ja doof. Leider nicht. Ah, blöd, blöd. Ja, das war dann auch schon meine erste Runde. Ja, gut. Dann kann ich ja weiter machen. Kann ich ja ansetzen. Würfel ich mal meine Befehle. Ja. Oh, 13. Ja. Gut. Gut, genau. Dann möchten wir nämlich mit dem Panzer hier, dem T-34, ja, bitte, möchte ich gerne fahren und feuern. Mhm. Wie schnell kann er jetzt fahren? 12 Zoll Offroad, ja, das sollte reichen. Ich möchte halt mich als Ressource begeben und dann möchte ich versuchen, auf deinen 222 zu feuern. Okay. Muss ich erstmal würfeln, weil ich über das Gelände fahre. Und die russischen T-34 haben eine Sonderregel. Ja. Ich darf 2W6 würfeln beim Durchqueren von Hindernissen und den niedrigeren. Genau. Ja. Das heißt. Den niedrigen darfst du rerollen. Nee, oder wie war das? Ich habe rerollen, ne? Rerollen. Gut, dann würfeln wir es nochmal neu. Ich habe eine 5. Gut, ich möchte die nochmal rerollen. Na gut. Also, 5 weniger. Das ist jetzt nicht ganz so schnell. Leider nicht. Ja, wollen wir mal gucken.
Farbe mal hier. Aber das reicht trotzdem, um den Marker einzunehmen. 5 Zoll, ja, das passt. Ich habe auch noch ein paar Marker für dich. Ah ja, okay, perfekt. Und dann darfst du einmal einziehen, weil ich den eingenommen habe. Mhm. Ich dachte gerade schon. Das ist wundergeil. Gut, dann möchte ich halt auf den SDKFZ 222 Feuer. Ja, bitte. Aufklären. Du hast ja gefeuert. Gefeuert. Aber 2 plus. Noch bitte noch obskur. 5. Ja, easy. Dann möchte ich feuern. AP natürlich. Ja, das sind 10 bis 20. 10 bis 20 ist die 3. Obskur. 4 bewegt die 5. Ja. Ganz einfach. Da ist die 6. Okay. Krass. So, dann wollen wir mal gucken. Oh, ich habe schon Doppel 1 gesehen, aber da haben wir die 5. Was für eine Stärke? Stärke 9. Auf O ist er. Hast du geplatzt? Da hat er 3 Schuss raus. Okay. Die Scout Force mal eben Scout Force dezimiert. Ja. Geben wir noch ein paar Marker für dich. Ja, mit den beiden werde ich, denke ich, mal einfach straight nach vorne ballern. Der IS-2, der kann 12 Zoll auf der Straße. Das ist ein Marker für mich, ne? Ah ja, stimmt, genau. Fast unterschlagen. Oh, geht schon los, ne? Mhm. Mit dem möchte ich einfach straight nach vorne fahren. Der kann 12 Zoll, also 24 Zoll auf der Straße. Ja. Schon mal auf mich im Pro, da komme ich ja sogar. Oha. An den Marker schon ran, da komme ich in diese Hausecke. Boah, das ist ja noch ein Marker für mich. Das ist noch ein Marker. Ich sterbe, bevor ich meine Tiger auf dem Feld habe. Ja, das ist der Trick. Man muss... Mindstrike. Oh nein! Dann gibt es natürlich gleich auf den... Ja, dann müssen wir mal ins Regelbuch schauen. Ja, ich würfel schon mal. Ja, ich hoffe niedrig. Warte. Oh, der kippelt. Den mache ich nochmal. Oh nein! Ich glaube, du darfst auf mein Fahrzeug schieben. Ja. Ja, du hast ja keinen gerade. Friendly Fire. It's not an enemy vehicle, but one of your own that is hit. Mhm. Ja. Das heißt, es geht auf mein Fahrzeug? Ja, dann muss ich auch würfeln. Wenn ich eine 1 würfle, darfst du wieder verschieben, ne? Oh! Oh nein, das ist zerstört, ne? Critical damage. Regardless of armor, the mine damaged the vehicle so badly that the crew abandoned it count as destroyed. Fuck. Okay, das ist noch ein Marker für mich. Noch ein Marker, ja. Theoretisch. Hast du kein Fahrzeug mehr auf dem Feld? Oder keine Einheit mehr auf dem Feld? Nee, aber in Runde 2 kommen ja Verstärkungen. Oder ist, wenn ich getabelt bin, bin ich dann tot? Ich glaube schon. Echt? Wenn keine Einheiten mehr? Ich glaube, sobald du keine Einheiten mehr oder alle gepinnt sind. Okay. Ich rufe mir mal eben. Das heißt, zu Beginn der Commander-Phase. Das wäre ja jetzt in meiner. Das wäre jetzt in deiner. Da. Ja, das wäre jetzt aber doof, oder? Ja, komm, wir machen nochmal eine Ausnahme. Ne? Wir wissen jetzt schon, wie es ausgegangen wäre. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Vielen Dank. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Okay, wir machen jetzt mal tatsächlich eine Ausnahme. Ja. Weil sonst wäre das Spiel... Das wäre langweilig. Dann wäre es ja jetzt tatsächlich ein Schnee. Aber wir gehen ja mal davon aus, du hast jetzt die Scout-Einheiten vernichtet. Die Speerspitze war natürlich offen. Aber der Rest, der kommt ja noch. Ja, der kommt ja noch. Ist ja... Und, ich habe ja noch mein T34, den kann ich ja jetzt noch mal bewegen. Den habe ich ja noch nicht. Ja, der kann ja, der kann noch ein bisschen schneller, aber ich bewege ihn, obwohl, ja, ganz so. Machen wir mal hier hin. Zack. So, und dann, das wäre meine Phase gewesen. Okay, ich beginne mit dem Air-Attack auf die 5. Nein. Leider nein. Gut, das mit dem Minentreffer, das war auch echt bitter, ne? Das war jetzt bitter, ja. Schade, aber ich muss sagen, schade, dass er jetzt gekommen ist. Ich hätte mich eher darüber gefreut, wenn die Königstiger auch gekommen wäre. Ja. Das wäre bitter. Okay, wie viele Einheiten kommen denn aufs Feld? Ach, genau. Ich glaube... 1d6, glaube ich, ne? Nee, ich glaube, weil wir ja... Kompaniegröße 2d6. 2d6. Oh, das könnte ja jetzt auch alles sein. Nein, 5. Das sind 5 Einheiten, die auf das Feld kommen. Kommen 4 Tiger. Okay, wir müssen jetzt natürlich reagieren. Die russischen Commander haben jetzt hier erstmal die kleine Speerspitze nach vorne getrieben.
Ich glaube, ich platziere mal die Pack. Also ich muss sagen, vor den Dingen habe ich ein bisschen Schiss. Das Geile ist, die haben halt unendliche Munition. Leider ja. Außer Amulo. Ja gut, okay. Aber wir setzen jetzt natürlich auch... der Commander kommt noch nicht aufs Feld. Wir setzen mal den ersten Königstiger. Ich glaube, ich ahne, was gleich die Priorität sein wird. Und ich werde mal meine zwei Grillen mit aufs Feld setzen. Ich habe ja die Ausstellungszone, ist ja tatsächlich im Feld, ne? Ja. Genau, das ist diese Ecke 20 Zoll von der Ecke, dann einmal so. Dann setze ich mal die zwei. Wobei, die setze ich mal so. Ich muss sagen, ich habe noch nie gegen Selbstfahrerfetten gespielt. Nee? Entweder waren die Geschütze immer offboard. Ach so. Mh. Oder es waren einfach nur ganz normale Geschütze, keine Selbstfahrerfetten. Die haben zwei Schuss immer an Bord. Ja, das heißt, da muss doch immer ein Truck immer hinter sein, der muss, macht nichts anderes außer nach. Immer Granaten rein. So, 3-6 Befehle. Oh, das sind. Könnte gerade so reichen. Ja, 16 plus. Das war's. 16 Befehle. Ach, schon ordentlich. Das sind 3-6, ist echt schon. Na gut, ich meine, bei 750 Punkten jetzt ja normalerweise auch. Wir haben jetzt super viel. Ja, gut, wir haben. Zeug ja. Dabei, ne? Wir können es auch gerne auf 2-6 kürzen. Würde ich vielleicht bei der Größe können, auch. Können wir auch machen, ja. Gut, würfel ich jetzt. Oder ja, würfel ich nochmal. Gut, es reicht. Gerade so. Aber es macht es vielleicht interessant. Genau. Weil sonst 3-6, das wäre ja immer so 10 bis 12 oder so. Und da hast du ja. Genau. Gut, obwohl mit meinen 10 Panzern, ne? Ah, okay. Ja, Feuer frei, ne? Die Pack feuert. Mhm. Auf T34? Den T34 muss ich erstmal aufklären. Du bist aber Fekel in der Open. Mhm. Ich sehe dich. Ach, schade. Wie viel Zoll hast du gerade? Über 30. 30 bis 40 ist die 5. Ich habe mich bewegt. Die 6. Die 6. Also, Feuer. Nix. Zweiter Schuss aufklären. Ich sehe dich. Zweiter Schuss Feuer. Ah. Nix. Königstiger, schießt auf den IS-2. Ja. Aufklären. Ja. Hier. Ja, auch die 6. Ja. Oh, ich hab's gesehen. Hab sie gesehen. Oh. Zweiter Schuss aufklären. Ich sehe dich. Mhm. Ah, nee. Zwei Schuss und raus. Wie viel hat die Dinger? 8. 8. Ja, 8 Schuss haben die an Bord. Gut, ich hab 3, ne? Also im Shootout würde ich verlieren. und mehr möchte ich gar nicht machen. Mehr möchtest du nicht machen? Ich könnte mit der Grille könnte ich direkt schießen. Nee. Im Busch? Nein. Nee, ich nehme dann mein. Nee, alles gut. Mehr möchte ich tatsächlich nicht machen. Das war meine zweite Runde. Na gut, dann mache ich. 2-6. Ja. Und ich habe ja auch 4 Offiziere dann theoretisch dann. Oh! 3 Einheiten nur. Zu Fuß und ohne Waffen. Genau. Dass ich vielleicht frühzeitig schon mal da dieses kleine Dörfchen da mit der Infanterie besetzen kann. Ja, den packen wir mal hier hin. Und den hier. Oh, die Straße ist ganz gut, ne? Da muss ich zurück. Und die Infanterie, die geht mal hier hin. Mhm. Zack. Befehle, du hast 3 Offiziere auf dem Tisch. Genau. Ja, das sind 7, 10. Da lässt sich einiges mit anrichten. Machen wir erstmal die Infanterie hier. Ja. Die schicken wir erstmal volles Fund Richtung Dörfchen. Ja. So. Dann haben wir den. Ich glaube, den werden wir auch erstmal nach vorne schicken. Mhm. Ja. Das heißt, er zählt als Wald, ne? Das heißt. Ja. Musst du würfeln? Da muss ich würfeln. Da gucken wir mal. 5. Möchte ich gerne wiederholen. Ja. Und eine 6. Mhm. Gut, das heißt, der kann dann 12. Also der Offroad kann der ja 12 fahren. 6. Also ich doppelt fahre, bewege ich 12. Ich nehme nochmal die Marker. Ne? Ah, ja, genau. Ja, rot fahren. So, die haben wir. Da haben wir die beiden.
Ja, möchte ich es riskieren? Nee, ich möchte es nicht. Da erstmal muss ich jetzt mal ein bisschen von weg. T34. Ja. Ah, da steht ja einer. Der ist ja kaputt. Der ist kaputt, ja. Na gut. Nee, dann möchte ich den bewegen und feuern, den glaube ich gegen die. Das seht ihr als Hecke. Könnte man da durchgucken über die Hecke oder als Obscurt oder wie machen wir das? Naja, wenn. Also wenn ich mich jetzt hier ran bewegen sollte, sag ich mal, dass ich hier dran stehe. Ja, wenn du, dann könntest du durch die Hecke schauen, ne? Ja, genau. Ich auch sagen, ja. Dann mache ich das, dann mache ich bewegen und feuern, dann versuche ich auf die Pack zu feuern mit dem. Ja. Der kann ja 12 Zoll Offroad, da komme ich gar nicht ganz ran, ne? Ist da vorne. Nein, du brauchst ja nicht direkt an die Marke. Ja. Das heißt, du hast den Marker eingenommen? Genau. 10 Zoll bin ich ja entfernt. Oha. Das heißt für mich schon wieder ein Battle Raid Marker. Mhm. Aber ich glaube, die werden auch dann, wenn du auf Reichweite kommst, schnell für mich fallen. Ja, und dann möchte ich versuchen, auf die Pack zu feuern. Okay. Das mal aufklären. Ja, aufs Gurt halt. Die Guns sind ja noch ein bisschen schlimmer da. Hat die gefeuert? Ja, die hat gesehen. Ne? Nee, die hat nicht getroffen. Die hat dich gesehen, aber. Ja gut, ich habe eine 4, wäre eine 3 sonst. Ja, ja. Ist unter 20? Unter 20. Das heißt, 10 bis 20 ist die 3, bewegt 4 aufs Wurf 5. Mhm. Und nix. Schade. Und nur ein Schuss ist groß. Genau. So, das wären die. Und dann kommen noch die beiden hier und der Dicke. Mhm. Hier sind zwei dicke Kanonen, da muss ich, glaube ein bisschen von abbiegen. Ja, den bewege ich auch. Du bist doch in einer guten Reichweite, also. Nee, ich fahre mit dem, ich glaube, ich fahre sogar doppelt. Mach zu mir ran, ja, gerne. Nee. Ich fahre Offroad, meine Cross-Country-Bewegung. Mhm. 16 Zoll kann er dann fahren. Ich gehe davon aus, dass die Deutschen das nicht aufklären werden. Ist obskurt, aber ich sehe nicht. So, dann haben wir noch die beiden. Und die beiden. Die schicken wir mal hier rum. Aha, na klar, die typische russische Zange, wir kennen sie noch vom letzten Mal. Sie. ja, die mache ich beide volle Bewegung, also 24 Zoll im Gelände. Können die fahren? Ja, das wär's. Okay, Verstärkung. Ach, die Runde, ein Schluck Spezi. Ja, aber oh, drei. Kenn ich. Wieder nur drei. Okay, das ist ein Server. Ah, jetzt spielen wir schon mit hinterlistigen Artillerie jetzt hier oder was? Bisschen Feuerunterstützung, nur ein bisschen. Drei Einheiten, habe ich gesagt. Ne? Dann stellen wir schon mal einen Versorger. Ran. Und wir nehmen natürlich noch jetzt mal einen sicheren Befehl mit. Was auch sonst? Ein Königstiger. Ein Königstiger. Oh, ich kann ihn noch hier hinstellen. Okay. Befehle. So, 2W6. Das sind 5. Plus 1 sind 6. Oh, okay. Das macht es doch schon wieder interessanter. Gut, 6 Befehle. Ich lasse die Pack auf den IS-2 erschießen. Ob ich das gut heißen kann? Du musst Obscured Vehicle erstmal aufklären. 4 sollte. Obscured Vehicle ist die 3, ja. So, wir sind, was haben wir denn für eine 3? Über 20. 20 bis 30 ist die 4. Ich habe mich bewegt, die 5, Obscured die 6. 6, auch schon wieder die 6. Nein! Da ist sie! Oh. So, wir sind auf 20 Zoll. Das heißt, ich habe nur noch eine Stärke von 14. Och, das passt gar nichts. Oh, ich habe Panzerung H. Okay, H. Ja, es wäre die 3. Alter, also die 4 zum Zerstören. Da ist die 4. Das kann nicht wahr sein.
Ja, dann. Das also. Okay. Jetzt kommen die Marker, glaube ich, bei mir auch langsam. Das ist jetzt Runde 3, ne? Ja. So, wir haben Königstiger auf der Straße, da fährt er 12 Zoll. Richtig schnell. Feuer jetzt noch auf den T34. So, ob's gut. Ich will erstmal aufklären. Nein, das ist sehr gut versteckt, ne? Ob's gut, Vehikel. Das ist die 3 Plus. Ich habe nicht gefeuert, ne? Ja, da ist der Marker auch weg. Uiuiui. Wir nehmen den anderen Königstiger. Ich, hier muss ich würfeln, um da durchzukommen. Ne? Minus 1, okay. Das sind also 7 Zoll. Ich glaube, ich habe diesmal Michaels Maßband. Ach stimmt, das war das. Ja, das war das. Oh. Geht es nicht? Nee. Jetzt. Ah, jetzt. Das ist mal drauf. Ne? 7 Zoll, wir fahren mal hier auf die Straße rauf. Was ist das jetzt, die Kolonne oder was? Mhm. Und Feuer da nochmal da so schräg rüber. Auf die Infanterie. Genau. Ja, auf einen von den Königstiger. Den oder den? Den Commander bitte. Die 4 sehe ich dich, ich sehe dich nicht. Man darf auch nicht Offiziere schießen. Das müssen Gentlemen dieser Armeen leisten. Ach so. So, wir können jetzt mal diese Grillen ausprobieren. Ich setze mal einen Punkt hier so hin. Nee. Gucken wir mal, ob sie schießen dürfen, wa? So, also Befehl für den Observer. Nein. Gut. Oh, hat sich das auch erledigt. Hat sich das erledigt und meine anderen 2 Punkte werde ich mal verfallen lassen. Jo, das war's. Meine Runde 3. Runde 3 Russland. Ja. Verstärkung? 5. 5, ja. Aber ja, wir werden erstmal hier die Infanterie jetzt reinholen. Aber schön, jetzt sind es nur noch 2 IS und immer noch 10 T34. Ja, der T34 an sich, der wird es auch nicht so leicht haben. So, da sind das hier 3, ne? Nehmen wir den hier auch noch mit rein, dann haben wir 4. Dann haben wir noch eine Einheit über und dann nehmen wir nochmal einen normalen T34 mit rein. Traut er sich nicht, ne? Muss ich erstmal in die richtige Bahn lenken. Ach so, ja klar. Damit ich den Hinterhalt zuschlagen kann. Ja. Ja, die Bahn. Die hin. Und dann haben wir noch das Panzerchen. Das Panzerchen? Jetzt weiß ich, warum die Dinger gefürchtet waren. Mhm. Ganz ehrlich, die Hecke komme ich da nicht. Gut. Der Fehler. Ja. 7 plus 1, 2, 3, 4. 11. 11 Befehle. So, dann schicken wir hier erstmal wieder die Leute hier nach vorne. So, der Marker kommt hier weg. Die schicken wir auch mal vor. Ich bin gespannt, was die Infanterie noch in diesem Spiel bewirken wird. Vielleicht wird sie sogar überragend sein. Wobei, sie können halt keine Königs. Die haben keine Panzerabwehr. Ich weiß gar nicht, haben die Antitankgranaten? Musst du doch nicht dazu kaufen, ne? Ich glaube auch. Aber die spärlich ausgerüsteten Russen brauchen sowas nicht. Nein, die machen das mit Hammer und Sichel. Die schicken wir hier hinter das Haus erstmal. So, das machen wir mit denen. So, jetzt haben wir noch ein paar über. Dafür 2, da wäre es 1 und 2, würde auf jeden Fall reichen. Hätte genau gereicht, wenn der IS noch leben würde. Ja, wie kriege ich diese dicken Dinger weg?
Ich habe gerade mal geguckt. Im T-34 auf dieser Reichweite hätte ich eine Stärke von 9 jetzt da vorne gegen den Königstiger. Und das heißt, der Königstiger hat eine Panzerung von C. Mhm. Da könnte ich ihn auf 9 gegen C, wäre die 12. Ich könnte ihn maximal finden. Mhm. Also ein Königstiger von vorne ist keine gute Wahl. Ist es auch nicht. Was hat denn der an der Seite eigentlich? Eine Seite wäre ein H. H, das hört sich vielleicht schon besser an. Oh ja, das ist dann die 7, 8 zum Zerstören. Und hinten hätte ich ein J. Nur ein schlechter denn. In Das ist halt die Frage. Du brauchst quasi die Seite. Ich brauche die Seite. Das ist halt die Frage. No risk, no fun. Obwohl, ich muss ja auch noch würfeln, nachher bleibe ich darüber hängen noch, wenn ich Pech habe. Und dann wird das nichts. Dann machen wir das anders. Wir fahren erstmal mit diesen hier. Mhm. Ich versuch's mal mit Fahren und Feuern. Ja. Mal gucken, ob es reicht. Ich nehme jetzt mal hier den einen hier. Ja. Der kann 12 Zoll Offroad fahren. Ja. Gut, dann müsste ich ihn jetzt hier würfeln. Ja. Abzug. 4. Das möchte ich wiederholen. 3. Ja gut, dann kann er noch 9 Zoll fahren. Na, quasi bis an die Hecke ran. Ja, dann komme ich, glaube ich, nicht in die... Seite. Und von dem vorderen. Obwohl. Ja, das wäre eine Seite. Ja, dann möchte ich versuchen, darauf zu feuern. Ja. Aufklären. Der hat ja gefeuert, ne? Gefeuert, obskurt. Das die wäre zwei? Die obskurt Fieke Firing, wären die 2, ja. Jawohl. Gesehen. Dann sind wir 20. Ah, knapp über 20. Okay. 20 bis 30, wenn ich 4, ich bewege die 5. Ist gut. Das ist die 6. Komm, aber auch neue Schuhe. Ah! Battlegroup, das Spiel der Sechsen. Aber das Ganze geklappt, da versuche ich es mit dem ganzen hier gleich nochmal. Okay. Auch würfeln. Ach, der Hund ist ja müde. 4. Ja komm, das reicht mir. Da komme ich trotzdem mit 8 bis zu einer Hecke. Mhm. Nochmal das Spielchen, ja? Und nochmal das Spielchen. Okay. Aufklären. Ja, gerade so. Ah, auf 2, stimmt. Ja, ja. Ich hab schon gerade. Und auf die 6. Oh Mann, schon wieder die 5. Das kann doch nicht wahr sein. Klung. Gut, dann haben wir noch ja, den da in der Mitte. Ich glaube, ich fahre mit dem echt zurück. Zurück? Ja, das ist mir gerade erstmal so ein bisschen. Das ist. Okay, machen wir einen mutigen Weg. Okay. Wir fahren über die Hecke und. Ja, aber so von der Seite. Ja, ja. So ein bisschen. Wie viel kann der? 12 Zoll. Und dann muss man gucken, was noch abgezogen wird, ne? Ach so, ja, würfel mal. Eine 2. Die lassen wir durch, also 10 Zoll. Na, kommt er hier so auf die Gleise, so hier, ne? Und ist das Seite noch? Könnt ihr sehen, ne? Ist die Frage, ob du überhaupt was siehst. Ach so. Also den siehst du nicht, den siehst du, aber dann das ist die Front, ne? Dann schieße ich auf die Pack. Ja, okay. Das ist unter 20, aber erstmal sehen. Erstmal sehen. 5 ja, reicht. Ja. Unter 20 wäre dann die 3. Du bist gefahren auf die 4. Hm. Ja, ärgerlich. Nicht war noch der war schon von dem. Achso. 2 hat er jetzt raus. 2, ja. Ärgerlich. Ja, dann haben wir noch die beiden hier. Mit dem würfel ich nochmal, dass er übers Gelände kommen kann. Der will aber fahren. Oh ja, minus 1. Das heißt, er kann dann 23 Zoll fahren. Ja, wird er hier so an die Felder dran. Und mit dem möchte ich mich auch bewegen. Da würfel ich mal für den Abzug. 1. Oh ja. Ja, da bewegt immer so an die Gleise hinten ran. Ne? Dass wie er da so kann er denn? 24, also 23 Zoll. Wow. Das reicht bis zu den Gleisen. Und dann steht er da. Okay. Ja, und das wäre es dann gewesen, ne? Dann habe ich alles bewegt. Okay, das ging jetzt hier ganz schön. Das war jetzt Runde 3. Das war Runde 3, genau. Ich musste keinen Marker ziehen. Du hast, glaube ich, einen Marker gezogen. Ich habe einen, ja. Okay. Gut, Verstärkung. Runde 4.
sind 6 Verstärkungseinheiten. Das ist jetzt schon fast alles, ne? Ja, schon jetzt. Wird ein bisschen eng jetzt hier. Ja, das ist echt schon. So, 2. 3, 4, 5, 6. Das heißt, dann bringe ich mal 4 Halbketten mit rein. Ach, du hast ja auch noch Infanterie, stimmt. Beziehungsweise können wir mal hier 2 setzen und hier 2 setzen. Boah, wenn du jetzt Artillerie hättest, ne, das würde sich so lohnen. Ich hatte echt überlegt, ob ich diese russische 203 mm ja. Artilleriegeschütze auf diese Kette, was sie ja haben, ja. einsetze, aber. Ist ja auch sehr teuer, ne? Die, ja, ich glaube, die kostet 80 Punkte oder so. Befehle? 8. Ich habe Commander habe ich 8, 9. Ja, das war's. Ist der nicht auch einer? Stimmt, der ist auch. 10. Also 10 Befehle. 2, 4, 6, 8, 10. Gut. Beginnen wir. Wir beginnen mit der Pack. Mhm. Der liegt im Feuerkorridor. Auf den vorwitzigen T-34. Genau, der ist ganz schön frech. Der hat gefeuert, ich brauche den also nicht aufklären. Das heißt, ich brauche nur noch zu feuern. Ich brauche nur noch das Rohr laden und treffe dich dann auf die 4. Ah. Nein, zweiter Schuss. Komm schon. Ah, ja, zusammen wär's ein 4. Muss auch mal so sehen. Ja. Der Königstiger dreht seinen Turm. Feuert auf den. Mhm. Man muss Ziele bieten, damit sie sich leer schießen. Ja, ja. Eigentlich muss ich nur die Versorger töten. Stimmt. Und dann leer schießen lassen. Ja, genau. Und dann immer mal durch die Gegend fahren. So, jetzt muss ich sehen. Nein. Das klappt nicht. Okay, zweiter. Du bist sehr, sehr rasant unterwegs. Oder der Richtschütze ist sehr, sehr blind. Sehr, sehr blind. Kriegt erstmal eine Einweisung von seinem Commander. Mhm. Der Commander schießt hier rüber. Ich muss dich sehen. Ich sehe dich. Der sieht ihn auf jeden Fall. Das ist auch nicht weit weg. Es ist, ja, aber du bist gefahren und es ist obskur. Wie viel ist das? Es ist über 10 unter 20. Okay, das ist die 3, ja, 5, 4, 5. Die 5. Nein. Zweiter Schuss zum Sehen. Ich sehe dich. Zweiter Schuss zum Treffen. Oh. Nein! Okay. Wir drehen den Turm. Bis jetzt noch gute Runde. Mhm. Wir feuern rüber. Ich mal vor. Ich meine, ey, du kannst mir einfach nicht wehtun. Sagte er noch. Na ja, komm, wir schießen erstmal noch eine Runde. Ach ja, wir schießen erstmal noch eine Runde. Das sind 20 Zoll. Erstmal auf die 2, habe ich gefeuert. Genau. Ich sehe dich. Mhm. Und treffe ich dich auch. Mhm. Ja, das ist 20, die 4 aufs Gurt auf die 5. Treffer. Mhm. Was haben wir denn vorne? Ich glaube, ich brauche nicht gucken, ne? J. J gegen 15. Ah, was haben wir? Ah, eine 3. Ah. Das zerfetzt alles. Den daneben mit. Ja. Das ist wieder der Commander, Platoon-Commander. Einer von, da haben wir ja 4 Stück von. Naja. So, ich setze mal einen Artilleriebefehl. Hier so hin. Ach, jetzt hier, aber auf die Infanterie. Schauen wir mal, ob der kommt. Ja, er hat Bock. Das war jetzt Runde 4, ne? Ja. Gucken wir mal, wie viel Bock er hat. Wir würfeln mal für die Abweichung. Na, ja, 2 wie 6. 2W6. Oh, gucken wir mal, ne? Das sind 7 Zoll. Oh, sogar in die richtige Richtung. Ah, herrlich. Herrlich. So, das sind 2 Geschütze, also kommen 4 Würfel runter. Immerhin 2 Fails und 2 Pinner. Pinner. Ja, der hier, das ist ja ein Druck. Und dann guck nochmal hier, wie viel. Das sind 5,5. Ja, mhm. Und das sind auch 5,5. Okay. Beide gleich dicht.
Jetzt müssten wir tatsächlich mal im Buch gucken, was die Grille für eine Kanone ist. Ob das eine Medium ist oder ob das schon Heavy ist. Okay, also bestätige ich den Pin auf die 3 Plus. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir der 2. Ja gut, die beide waren beide 5,5 Zoll. Okay, such dir aus. Und wir entscheiden. 1 plus 3, der Chromatik. Ja, 1 plus, ja. Ja. Gut, also liegt das schon richtig. Auf die 3 bestätigen. Mhm. Gepinnt. Du hast einen Info. 6er, safe. Nein. Und da haben wir auch eine 3. Auch nicht. Beide gepinnt. Beide gepinnt. Sehr schön. So, das heißt, die sind auch raus. Jetzt habe ich noch 3 Befehle übrig. Ich fahre mit meinen Sonder-Kfz mal noch ein bisschen. Die können im Offroad, können die 7 Zoll. Ja, fahre ich einfach mal hier ein bisschen vor. Da werde ich mal drüber würfeln. Minus 5, super. 14 Zoll. Kann ich 9 nach vorne fahren. Zwischen den dicken Panzern durch. Genau. Sich durchschlängeln. Jetzt habe ich noch einen Befehl, da gehe ich nochmal auf der anderen Seite rüber. Minus 6, dann ist super. Kann ich 8 Zoll. Ja, das war, bisher stehst du noch an deinem kleinen. Ja, das ist alles. Welche da sind wir in dem Bocage-Abschnitt, sag ich mal. Das war's. Das war's. Das war meine Runde 4. Dann Runde 4 der Sowjets. Yep. Verstärkung. 10 Stück, 10. Das ist alles. Alles. Ich würfel gleich schon mal wie viele Befehle. Schon mal vorweg. Da ich auch meinen. Oberstes HQ noch nicht auf dem Feld habe, darf ich den Wurf auch noch nicht wiederholen. Also so spielen wir es zumindest immer. Wenn ja, die Einheit nicht auf dem Feld ist. Feld ist ja, ja. Ich glaube, es wurde mal im FAQ geschrieben, dass man die auch machen kann, immer, aber ich finde es unnütz. Ja, wir spielen auch immer eigentlich. Auch das, die Befehle, die bringen erst was, wenn die auf dem Feld stehen. Genau. Ja gut, 2 Befehle. Es ist jetzt halt die Frage, wann du die Befehle wirfst. Du hast jetzt als erstes für die Verstärkung geworfen. Das heißt, eigentlich ja. Müsstest du jetzt aufstellen. Ja, aber auch dann, also wir haben es immer so gespielt, der muss schon vorher okay. Auf dem Feld sein. Okay, gut. Weil ich finde, das macht halt mehr Sinn, weil ja, sonst, wenn er sich raufbewegt. Ja, ja. Deswegen, so finde ich, macht das mehr ja, okay. Sinn. Ja, 2 Befehle, ich kann quasi den Rest hier aufstellen. 2, 4, sind genau 10, ja. 10, ja. Tatsächlich. Aber es ist tatsächlich die Liste, die ich auch neulich in dem Video vorgestellt habe. Mhm. Und da die Leute ja unbedingt diese Liste mal in Aktion sehen wollten. Ich ehrlich gesagt nicht so gerade, wenn ich jetzt angucke. So, dann können wir noch. Achso, bei der Grille sind jetzt natürlich auch jeweils ein Schuss raus. Ne? Können wir hier noch 2 auf die Straße packen? Das ist halt so der Nachteil an diesen Selbstfahrlafetten, ne? Ja, das stimmt. Du kannst sie zwar ganz gut bewegen. Aber bei, und sie sind safe vor Pin, also vor leichten MG-Beschuss und sowas. Weil sie gepanzert sind. Offboard ist halt wiederum geiler, weil sie kann einfach nicht. Gut, du könntest mit Counter, könntest du die Offboard auch weg countern, und aber da denkt man auch immer nicht dran, ne? Oft hat er. Ja, also diese Counter-Battery habe ich, glaube ich, noch nie in keinem Battlegroup-Spiel gekauft. Und die kostet ja eigentlich nur 10, 15 Punkte oder so, ne? Ja, ich habe die meist auch nur dabei gehabt, wenn es in der Liste vorgeschrieben war, aufgrund von einem Kampagnenspiel oder ja, sowas. Ja. Dann habe ich die mal eingesetzt oder halt genutzt, aber ansonsten gekauft habe ich das eigentlich auch noch nie. So, Befehle. Du 2, hast 1, 2, 2. Ach, genau, ich habe. Ja, hier 3, war es hier. 4, 5. Ja, die waren ja noch nicht auf dem Feld. Ach so. Dann sind es 1, 2, 3, 3. Also 5 Befehle. 5 Befehle. Oha. Und 2 Einheiten gepinnt. Ich gebe den hier einen Befehl. Ja. Und versuche mal da diesen vorwitzigen. Den lustigen. Die lustige Halbkette da abzuschießen. Ja. Ich erstmal aufklären. Ja. Das ist gelingt. Was haben wir für eine Reichweite? Ich denke mal über 20. Ja, ich auch 20, 30. Und, ja, ist über 20. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. 20 ist 30, ist 4, du bist gefahren und gut, vielleicht ja. 6. Ja. 2. Versuch. Siehst du mich? Und jetzt aber. Nein. 3 Kugeln raus.
Mit dem habe ich ja nicht die Flanke gesehen, ne? Mit dem der verschieden steht da, ne? Nee. Muss ich mich bewegen wieder. Jetzt, ich glaube, ich. Aber ich. Das ist. Also ja, fahr mal, beweg den mal 12 Zoll so vor, dass ich quasi da richtig an den hier rankomme, mehr oder weniger. Ja, so, genau. Das ist jetzt zwar ein kleiner Harakiri-Move. Ja. Aber. Warte, ich messe nochmal die Reichweite. Das ist unter 5. Pass auf, jetzt sehe ich ihn nicht. Das kann nicht wahr sein! Oh nein! Ja, gut. Ja, ich hab's predicted. Ja, da war der eine ja dafür weg. Mhm. Ja, dann versuche ich mit dem jetzt auf die Pack zu feuern. Okay. Mhm. Ja, über 20. Erstmal aufklären. Ja. Oh, das nicht hinbekommen können, ey. Oder jetzt? Ja. Ja. Zweiter Schuss. Ja. Und? Eine 6. Oh, die trifft. Mit was schießt du denn da? Ja, mit AP. Mit AP? Ja, die hat ja geschützt, haben ja Panzerungswert N. Ja. N, ich habe Stärke. Achso, wie viel Reichweite war das? Über 20. 20 bis 30, ich habe Stärke 8. Auf N wäre die 3. Na, das ist machbar. Ja, die ist zerstört. Die ist zerstört. Habe ich einen Safe noch dagegen? Geschütze haben. Deployed Gun, ja, einen offenen 6er. Ein 6er Safe. Das ist jetzt mega. Nein. Gut, Fallsprung. Die Gun ist hin. Boom! Achso, und da die ja diese schweren Granaten da geladen hatte, stimmt alles ja, in 6 Zoll Umkreis. Wir spielen kein 40k. Achso. Würfel aufs Explodieren. Mhm. Hast du schon eine Kugel weitergedreht gehabt bei dem? Ja. Okay. Gut, dann ist der auch weg. Achso, warte mal, nee, wir müssen auf 5, ne? Wir hatten 2 Schuss, hat er jetzt gegeben. 2, ja. Den zweiten hat er dann. Safe. So, dann habe ich noch 2. Hm. Müssen wir hier in die Reserve ein bisschen rauskriegen, glaube ich. Der IS fährt doppelt, der eine hier, 16. Ja. Der mag gar nicht den IS, was? Ja. So. Und den hier auch. Ja, dann bin ich durch. Möchte ich ihn pinnen? Nein, erstmal noch nicht. Okay. Gut, Verstärkung. Ich habe tatsächlich noch welche. Ja, das ist jetzt alles. Jetzt nicht mehr danach. Nee. Das heißt, wir haben noch an Bord. Wir haben hier die Zugmaschine für die Pack. Gut. Die muss ich, kann ich hier hinten. Wir haben noch einen Versorger. Und wir haben noch einen Versorger. Und wir haben noch den Platoon Commander vom Recce Platoon. Da setzen wir den mal hier mit vor. So, wir werfen für Befehle jetzt gleich. Ich muss die Marke entfernen. Befehle! Oh! 12, 13, 14, 14 Befehle. Hast du nicht 2 Königstiger Offiziere gehabt? Einmal der 8. Ach ja, 15, genau, 15. Richtig. 2, 4, 6, 8. Das könnte ja fast alles sein, glaube ich, was du hast. 10. Okay, erster Marker aufmunitionieren. Ich habe kein gutes Gefühl in dieser Runde. Der fährt mal vor. Dreht den Turm und feuert. Mhm. So, jetzt mal gucken, ob ich dich sehe. Ja. Ja, ich sehe dich. Wir sind das unter 5. Ist das Flanke? Ja, ne? Ja. Ah, das ist eh die 3, da wollte ich gar nicht gucken. Unter 5 ist die 2. Achso, ja. Wir fahren auf die 3. Ja. So, treffe ich? Nein! Ah. Ja, Glück gehabt, Alter. Okay. Tja, jetzt muss ich erstmal überlegen. Ich werde mit dem mal hier rausbrechen. Größte ist nicht alles, ne?
Bewegen und Feuer. Auf den Link von mir, genau. Gucken, ob ich die sehe. Nein, ich hoffe nicht. Ich glaube, es reicht aber, ne? Ich habe nicht gefeuert, aber Wege ist die 3. Ja. Ja. Wir sind aber wahrscheinlich über 30 Zoll, ne? Ne, unter. Okay. 20 bis 30. 20 bis 30 ist die 4 aufs Gurt, auf die 5 gefahren, auf die 6. Nein! Oh, da ist er! Da liegt er! Kann man denn so ein Glück haben? So, ich habe aber nur eine Stärke 14. Oh, gut, muss man mal gucken, ne? Ja. Der Panzerung von H, ich glaube, das ist, hat eine 3. Ah, das ist eine 3. Ach, schade. Ah, schade. Ratschepeng! Irgendwas hast du, glaube ich, gegen diese IS-Dinger, ne? Ja, die sind nicht geheuer. Ja, musst du noch mal ein bisschen besser platzieren. So. Ah, eine 1. Ah, okay, jetzt müssen wir würfeln, ne? Genau. Wo ist denn dein oberstes HQ? Hier. Ja. Er steht noch nicht. Er ist noch nicht ganz so gefährlich. Das ist auch noch gut. Also ein Commander, ne? Commander vom Cartoon, ja. Dann möchte ich das gerne darauf legen. Okay, dann würfeln wir mal. Dann würfeln wir mal. Eine 1. The vehicle is struggling a bit, but still going. It can still move as normal next turn. Ja, also nix. Alles cool, okay. Aber der Marker ist für mich quasi. Genau, 10 minus 0. Ja, genau. Natürlich ganz witzig. Ja. Ja gut, obwohl wenn so ein Königstiger da immobilisiert wäre, wäre es da quasi immer noch wie eine Pack. Ja, ja. Eine gepanzerte. Mein HQ fährt mal vor und feuert auf den wahnwitzigen T34 hier. Das muss ich erstmal sehen. Mm-mm. Ich sehe dich. Oh. Würfelst du jetzt nur 6, ne? Irgendwas hast du da hier einen Magneten oder so angeschaltet, habe ich das Gefühl. Ja. Ich brauche jetzt aber wieder eine 6. Ah, das ist nur eine 5. Glück. So, was mache ich denn mit dem vierten Königstiger? Komm, der bewegt sich einfach mal ein bisschen nach. Ach nee, warte mal. Ich stehe ja direkt. Aber du kommst gar nicht rum, weil der mit deinem Rohr im Gehege da, wollte ich gerade sagen. In dem genau, Busch hängen bleibt. Ich bleibe in dem Busch hängen. Ja, ja, das ist aufklären. Ich sehe dich auch nicht. Ja, aber irgendwas ist da im Busch. Ich habe da noch einen zweiten. Ah, der 3. Ja, jetzt sehe ich dich. Irgendwas ist da im Busch, dass du das schlecht siehst. So, zum Treffen. Ja. Brauche eine 3. Sicher? Lass uns lieber nochmal nachgucken. Zerstört. Ah. Das ist voll unfair. Du brauchst nur zweimal gut würfeln. Und beim dritten Mal ist es quasi ein Selbstläufer. Ja, ein Selbstläufer. Entweder schießt du quasi Immobilize oder du zerstörst ihn. Ja. So, okay. Weiter geht die wilde Fahrt. Mal gucken, vielleicht kommen wir gleich noch ein paar Marker. Ich werde jetzt mal Artillerie spotten. Ich geh mal dahin. So, kommt er. Jupp. Ja. So, zwei Befehle für Geschütze. Wie weit weicht er ab? Wir haben zwei bis sechs. Oh, 12 Zoll. 12 zu mir. Eieiei. Hier? Mhm. Okay. Aber trotzdem noch was drin. 10, ja. Zwei Geschütze. Wir haben zwei Volltreffer. Ich glaube, das ist der hier, der Commander. Und der T34 hier. Ach ja, der ist ja auch noch, stimmt. Der dann gehen die Pinner automatisch hier auch drauf. Ja. Ja, nice. Okay. Volltreffer, Stärke. Volltreffer muss ich erstmal bestätigen, oder? Ja, die Volltreffer kannst du ja gucken, ne, was er auf deiner Karte da hat. Ne? Volltreffer musst du ja. Ach so, genau, Stärke 5. Ja, Stärke 5. Gegen die Heckpanzerung wird das ja mal gewertet bei den Panzern. Heckpanzerung M. Dann haben wir die 6. Ja. Okay. Ich nehme mal 7 zum Knacken. Nein, es ist nur 3, es ist nur ein Moralcheck. Die 2, das sieht scheiße aus. Das ist gepinnt, ja. So, jetzt kannst du theoretisch noch den anderen bestätigen oder versuchen. Aber bringt mir ja nichts. Ist eh gepinnt schon. Genau. Das heißt, die sind weg. So, und da haben wir den Volltreffer. Wie viel hat er? Macht 7 auf die... Ui!
7 auf die 3 plus. Das sind nur 3 Mann. 6, 7. Nee, 4 waren es, glaube ich. Es sind 5 Treffer. Was brauchst du? Hier? Würfel. Würfels. Ja, kann ich euch auch gleich nehmen. Ja. Ja, das Offene, ne? Würde ich sagen, da, ne? Na gut, der brennt. 4 Tote. Achso, das ist der Commander. Ist, der Offiziere, ne? Das ist ein Marker. Das ist ein Marker. Aber der Pinmarker ist auch weg jetzt. Ja, super. So, ich habe immer noch 2, 4, 7 Befehle. Okay. Das heißt also, wir werden mit der Halbkette 16 Zoll fahren. Und somit habe ich den Marker eingenommen. Hast du von mir nichts mehr? Nö. Oh, das ist noch ein Marker. Hier werden wir... Ah, wieder eine 1. Oh, das gibt's doch nicht. Okay. Kannst du theoretisch auf den gleichen spielen, ne? Ja, aber ich möchte doch diesmal, glaube ich, auf den spielen. Ach, weil so. Dann ist der, also auf den Haku-Panzer. Ja. Oh. Ich glaube, der ist immobilized. Ich werde mal über die Gleise fahren. Full Speed minus 15. Ne? Dann werde ich auch verwürfeln. Oh, der ist nicht ganz. Achso, das war ja hier. Muss dann nochmal. Dann haben wir hier noch einen. Schnell die Dinger. Den haben wir noch. Das ist ja mein Tunkomane, den fahre ich mal über die Hecken rüber. Okay, ja, der will ein bisschen mehr. Der will, der hat Bock. Der ist Offroad 12. Könnte ich sogar noch mehr. Also ich kann 24 minus 1 sind 23 Zoll, könnte ich mit dem fahren. Ja, Wander, ne? 10 reicht Zoll schon. Ah, ist noch, reicht noch nicht. Okay. Hier ist auch noch die Infanterie ist ja auch noch knapp drin. Okay. Jetzt habe ich noch 2 und kann gar nicht mehr. Na, ich setze mal die Versorger noch ein bisschen weiter nach vorne. Wie hast du denn nach vorne? Drei Stück habe ich vorher mitgenommen. Versorgerkompanie. Ja. Was sind das da hinten für ein Ding da? Das ist die Zugmaschine von der Pack. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wäre hier so ein Pionier. Nee. Reparierfahrzeug dafür den. Oh, das wäre nett. Das wär, ja. So, das war meine 5. Runde. Ja, Verstärkung brauche ich nicht mehr, Befehle. Oh. Aber mein Offizier ist jetzt auf dem Feld. Ja. Das möchte ich wiederholen. Ja, 5, 6, 7, 8. 8. Dem feuern wir auf den Halbkette. Den Halbkette. Ja, erstmal sehen. Ja, sieht mich. So ein Blocker über 20. Ja, 20, 30. Das ist obskurte gefahren, das sind 6. Zweiter Schuss. Siehst mich? Noch nicht. Dann sieht man ja. Oh! 6 Schuss. Oh! Oho, der hat nur noch einen. Ach, stimmt! Ja, dann müsste ich mit dem jetzt eigentlich einen Harakiri machen, ne? Weil bis ich den kriege, ich doch nie versorgt damit mein Ding. 12 Zoll, aber da komme ich 12 Zoll, nicht in die Flanke. Aber ich könnte da vielleicht rankommen, ne? Du stellst dich hier hin. Das sind 12? Ja. Dann krieg ich auch noch einen Abzug wegen den Schienen, ne? Mhm. Ja, den sehe ich auf jeden Fall in der Flanke. Mhm. Ich probier's, komm. Okay. Abzug, 4. Ich wiederhole 4. Ja, 3. Okay. Also 9 Zoll. Und dann möchte ich den da... Den, ja. Du siehst, der ist so obskur halt, ja, ne? Aufklären.
Der hat gefeuert, ne? Ja. Dann reicht es. Ja. So, jetzt komm, Treffer. Wir haben über 10, unter 20. Über 10 ist eine 3, du bist gefahren 4, hier auf Kurs 5. Für Charlin! Nein. Charlin ist nicht mit mir. So, der ist alle. Also der ist gleich richtig alle. Tschüss! Oh Mann. Ja gut, aber wieder versorge ich den nicht mehr gekriegt, dann hätte ich den zurückziehen, da das ist nicht die russische Taktik. Müssen die Dampfwalze am Laufen halten. Mhm. So, was machen wir jetzt? Ich habe auch nur einen von diesen Dingern hier, ne? Mit dem mache ich fahren und versuche dann zu feuern. Okay. Na, ob's gut. Ja. Aufklären. Ja. Oh, jawohl, da ist ja diese nächste. Super aufgeklärt. Treffen. Nein. Ja, das reicht nicht. Und ein Schuss. Ein Schuss ist raus. Ich muss das mal hier hinten alles irgendwie rauskriegen. Das ist echt alles zerfahren hier gerade. Die beiden. Ach, der ist ja auch gepinnt. Da steht ja noch so eine Halbkette, ne? Hier steht eine Halbkette. Dann mache ich mit dem fahren und feuern. Okay. Und dann versuche ich auf die Halbkette dazu feuern. Okay. Ja, aufklären. Drei. Ja. Warte mal, nee, das ist. Na doch, Vehikel, ne? Ja. Ja. Dann reicht es. 5. Du bist gefahren, aufs Gurt, 6 brauchst du. Nein, nein. Das Spiel der Sechsen. Das Spiel der Sechsen. Also hast du noch so einen kleinen. Ja, klar. Kleinen Würfel. Mit denen mache ich hier dann eine Bewegung. Mhm. Um wieder die russische Zange zu schließen. Ja. 24 Zoll. Achso, ich muss ja weit. Weit, ja. Den wiederhole ich. Ja. 3, das heißt 21 Zoll. Dann kommt er ja fast an das Wrack. So, dann. Kann ich aber meine eigenen feuern, oder nicht? Ja, ja, klar. Versuchen wir das einfach mal hier mit dem. Auf. Feuerbefehl auf die Halbkette. Ja. Aufklären. 5, das reicht. Ja. Das nein, reicht das nicht. Nicht. Zweiter Schuss. Siehst du mich? Oh, da war die 6. Oh. Oh. Dann brauche ich noch einen kleinen Würfel. Mhm. Dann mache ich das mit dem zweiten, das gleiche nochmal. Oh, genau, die 2 Würfel schon. Okay. Versuche ich das mit dem auch. Ja. Aufklären. Oh! Gerade so. Ja. 5. Ja, das hat sich keiner bewegt. Ja, das trifft. Das reicht. Oh, das ist eine oh. 20 bis 30 habe ich 8. Oh, das ist eine 3. Oh, das Ding ist aber hochgegangen. Da sind noch Männer drin, ne? Da sind auch noch Männer drin, da sind ein Gegner drin. Das heißt, da waren, wie viel war das immer? W3? Ja. Plus 1, glaube ich, ne? Kein Cover-Safe und sind 4 Zoll platziert und sind dann gepinnt. Okay. Das heißt, W3 Einheiten, dann mhm. W3 zwei Mann. Zwei Mann sind tot. Ja. Dann ist Last Man Standing gepinnt, tot. Tot, ja. Dann ist das ein Marker. 2 sogar. Infanterie-Team und Fahrzeug. Ja, stimmt. Das war aber ein teures Auto. So, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Da möchte ich den Versorger gleich mal bewegen. Der hat nämlich nur 3 Schuss mit.
6 Zoll könnt ihr fahren Offroad, das heißt 12 Zoll. Ja. Fahre ich mit dem hier hin. Gut, das wäre dann meine Runde. Gut. So, Verstärkung würfel ich nicht mehr. Ach, nicht? Nein, ich würfel jetzt aber nur noch mit Fehle und das sind 4, 7, 7, 8, 9, 10. 10 Stück. So, sehe ich dich? Jawohl. Treffe ich dich? Sieht nicht gut aus für ihn. Unter 10. Das ist die 3. Ha! Weiter Schuss, sehe ich dich? Ja. Oh, jetzt komm nochmal. Die 3. Da ist er. Ich brauche jetzt nochmal die 3. Und ja, da ist 2W6, aber wohl. Ja, ja. Ja, das ist ja aber auch frech, so weit vorzufahren, ne? Ah! Ich mach meine Runde. Nein. Ja, ich wollte gerade sagen. Nicht schon wieder. Antäuschen mal. So, hier legen wir jetzt mal den T34 lahm. Bitte was? Ja. So, hier haben wir. Ich hab's nicht verstanden. Kannst du es wiederholen? Sehe ich dich denn? Gut, Vehikel. Ich habe gefeuert. Dann sehe ich dich. Ja. Immer noch bei unter 20. Obst du kommst gut. Ja nicht vor. Nee. Das ja, heißt die 4. Die 4 zum Treffen. Oh, ich habe sie gesehen. Nein. So, zweiter Schuss zum Sehen. Ich sehe dich. Und die 4, verdammt nochmal. Ja, warte mal, wenn der Würfel runterrutscht, dann ich denke, wieder. Der rutscht. Ja. Oh, da ist die 4, der ist uns angerutscht. Na, ah, der Zaun hat mich gerettet. Okay. Der hat nicht funktioniert. Der ist immobilized, ist aber egal. Ja, dann geht der auch auf den T34. Also, falsche Marke. Aufklären. Nein. Ah. Zweiter Schuss. Ich sehe. Oh. Da ist die 6. So, hier sind wir jetzt weiter. 20 bis 30. Das heißt, hier brauche ich die 5. Nein. Ja, man muss ran, ne? Ja, ich muss tatsächlich auch ran. Aber ich möchte das eigentlich gar nicht so nah. Weil da habe ich keinen guten Ausgang von. Müssen wir mal so ein paar jetzt hier ein bisschen vom. Die werden gleich nachziehen. Der wird nicht vorrücken. Der, na, komm, ich schieße rüber. Sehe ich dich? Ich sehe dich. Das wird wahrscheinlich auch die 5 sein. Nee, es ist. Unter 20, ne? Unter 2, ja, 20. Das sind die 3. Das ist die 4. Na, das gibt's doch nicht. Zweiter zum Sehen. Zweiter zum Treffen. Da ist er. Und jetzt brauche ich wieder die 3. Ja, zerstört. Du schießt auch mit Bazookas auf Spatzen. Ja, ja, ja. Komm, jetzt ein Minentreffer. Nee, du kannst ruhig mal ein bisschen was bezahlen. Ja. Ist schon genug Einsen gezogen hier. Ja, 2 Stück. Ja. So, weiter geht die wilde Fahrt. Artillerie. Möchten wir denn hin? Okay. Gehen wir mal hier. Kommt sie? Jupp. Ja. Wie viel Bock hat sie denn? 2W6 wieder, oder? 6 Zoll. Ja, so, ne? Da. Machen wir in den Vorgarten rein. Ja, da ist wieder einiges drin. 2 Geschütze, nehmen wir. Jetzt wollen wir Eisen sehen. Achso, letzte Runde hat er ja wieder rausgeschossen, ne? Habe ich gar nicht gezählt. Achso. Das heißt, sie sind jetzt, wenn sie jetzt schießen, sind sie leer. Aber ich kann ja gleich wieder auf den Münzen hingehen. Genau. Ja. Boah, 2 Pins nun. 2 Pins, das ist. Wahrscheinlich das wieder. Ja, den und der ist schon gepinnt, also machen wir nur den. Bestätigen auf die 3. Jo, kannst 6er safe. 6er safe. Nö, ist gepinnt. Gut, 3 Befehle sind noch da. Ich
helfe mal für Gelände. Die Halbkette hier vorne. Ich fahre 20 Zoll. Gleich kommt der russische Panzerzug. Aber vorher lege ich hier alles noch voll mit Minen. Na komm, wir sind mal mutig. Oh! Ich würfel für Gelände, okay. Noch doppelte Bewegung. Dann könnte ich theoretisch 22 Zoll fahren. Das ist doch gut. Eigentlich ist das gar nicht schlecht, ne? Dann setz mich doch mal direkt an den Heuballen. Ja. Was macht der da? Was ist der? Ist der wahnsinnig? So, jetzt hier sage ich auch munitionieren. Und das war meine 6. Runde. Gut, dann Befehle. Oh. 10, 11, 12, 12. Mhm. Wie qualmt sonst alles? Machen wir erstmal hier. Versuchen wir mit dem T34 hier diesen wahnsinnigen Aufklärer da. Der hupt auch die ganze Zeit so. Ein Ablenkungsmanöver. Mhm. Das reicht nicht, ne? Ist gut, da brauchst du eine 3. Ich bin im Kornfeld, ich bin super getarnt. Ja, du siehst mich. So, was haben wir hier? 20 bis 30. Ja, jetzt noch drüber. Also die 5. Die 6 brauchst du sogar gefahren und. Einer ist raus. Glaub mir, du wirst ihn nicht stoppen können. So, dann nehmen wir hier einen anderen, T-34, der macht Bewegen und Feuern. Mhm. Auch auf ihn. Mhm. Siehst du mich? Hm. Ja, der sitzt auf jeden Fall, aber die Frage ist... Ach so, genau, was ist das? Das ist 13 Zoll, 10 bis 20. 3, 4, ja, die 5 reicht. Ja, reicht. O, auf die O, auf O. Stärke 9. Mhm. Die 4. 9 auf O ist die 3. 4 zum Zerstören. Ja, ist zerstört. W3 Männer wieder. Ja. 6, also sind 3 Mann tot. Wie viel stehen drauf? 4. 4? Tatsächlich, haben wir hier auch falsch gemacht, aber okay. Stimmt, ja. Ist okay, machen wir so, weil ich habe mir ist gerade eingefallen, dass das immer... Nee, hatten wir auch, wir hatten auch 3 und dann Last Man's Standing. Ach genau, richtig. Oder hatten wir 2 Tote? Ich glaube 2 Tote waren es und dann hatten wir die Last Man's Standing. Ist egal, aber es sind tatsächlich 4 Mann drauf. Hier sind es jetzt, aber ist ja auch gepinnt, ne? Ist ja auch gepinnt. 3 Tote? Ja, 3, ich habe nur 6 gewürfelt hier. Ja, dann ist er auch tot. Dann ist er jetzt tot, ja. Jetzt ist er richtig tot. Jetzt ist er richtig tot. Das sind auch wieder 2 Marker. Das sind 2 Marker, ja. Oh, jetzt auch wieder ein teures Auto. So, wir haben einmal MOLO. Spiele ich auf Infanterie oder Geschütze? Habe ich nur Infanterie. Ja, gut. Hier steht ein Squad. Ja, das ist gepinnt. Und da. Das, die beiden sind gepinnt. Dann nehme ich mal hier drauf. Mhm. Liste ja da, ne? Ja. Hoch. Ah, 1. Sorry, ich habe genug Munition bis zum Ende. Ja. No effect. Gut, aber es kostet mich nichts. Hast 2 gezogen? Ja. Gut, so. Der hat hier einen Schuss raus. Ne, doch einer war raus. Mhm. Dann kann ich ja mit dem hier weiter vorrücken jetzt. Ach, mit dem fahre ich 16 Zoll. Ich glaube, da muss ich dann testen, ne? Wenn ich hier durch die Hecke komme. Na, ich fahre nur bis zur Hecke ran. Dann kann ich testen. Und den gleich hinterher. Mhm. 12 Zoll, zack. Ja, mit dem, den bewegen wir mal doppelt. Okay. Da fahrt dann aber Offroad, also 24 dann. Ruhe, ja, natürlich. Ja, wir fahren nicht ganz so weit erstmal. Mhm. Bis hier hin. Obwohl, da hätte ich auch wahrscheinlich 12 Zoll fahren können und feuern. Naja, ist egal.
Hätte ich sonst noch auf die Halbkette da verschiedene feuern können. Ach so. So. Habe ich zu viele Befehle. Oder ich habe zu wenig Fahrzeuge. Hier wären noch zwei. Ja, mit dem versuche ich wieder auf die Halbkette zu feuern. Und die hier? Ja. Mhm. Du siehst mich. Du hast nicht gefeuert, ne? Nee. Das drei? Ach, ja. Das ist die sechs. Fünf, obskur. Ich bin auf darüber gefahren. 20. Nee, du brauchst eine 6. Obskur. 20, 30, 4. Obskur und gefahren. Ich bin gefahren? Ich aber. Ich bin uns dahin gerast. Stand der letzte Runde schon da? Ach so, ja, das kann auch sein, ja. Ich meine, der stand ja, klar, der letzte Runde ja, schon geschossen. Ja, stimmt, sonst hätte ich Marker dran. Ja, okay, ja, dann reicht die 5. Oh. Aber das waren jetzt 20 bis 30. Da habe ich noch Stärke 8. Jetzt wird es mal schon gut. Ah, zerstört. Wie viele Männer? 3 Mann? Ja. Wieder 2 Marker. Alter, die Autos sind richtig teuer. Eins. Oh. Ein Matsche-Auto. 2 drehen. Und ein Befehl an die. Ja, ein Fahrzeug, was Offroad ist. Das ist ja eigentlich fast alles. Ja, den IS-2 bitte. Nein. Das wäre jetzt bitter. Immobilized. Ja, in einer richtig schön beschissenen Position. Ja, gut. Ich mache dann schon mal weiter. Ja. Sehr gut. Mit dem hier. Sehe ich ihn da? Sehr unwahrscheinlich, ne? Wir sehen schon, aber wahrscheinlich. Ja, du siehst mich tatsächlich. Aber es ist halt ultra weit, ne? Boah, die 6, ne? Ja, es ist schon die 6. Probieren wir es mal. Aufklären. Ja. Und die 6. Jawohl! Oh, nice! Eieieiei. Sniper. Okay, krass. Wie viel Zeug war das ungefähr? Ja, gut. Das ist noch über 30. Ja, gut. Stärke 7. Auf O. Immer noch die 3. Alter. Ich würfel nochmal wieder. Ah, diesmal nur 2. Rausgestiegen und gepinnt. Okay, also der ist zerstört. Ich hätte jetzt noch einen zweiten Schuss, aber ich darf auf jeden Fall hier nicht mehr feuern, der jetzt quasi ausgebrotet ist. Und da ist noch 2 Mann am Leben, ne? Genau, 2 habe ich, 2 sind tot davon. Und gepinnt. Und gepinnt. Das war so ein kleiner Würfel für die Munition. So, jetzt aber so ein Lucky Shot, ey. Muss man auch mal haben. Ja. So, dann habe ich noch den Versorger hier. Ist hier erstmal noch ein Marker. Den Versorger, achso, ja, muss ich hier jetzt mal gucken. Mhm. Mit dem Versorger fahre ich hier rüber, über die Hecke. 6 Zoll weniger, also 6 Zoll. Und mit dem Panzer fahre ich an die Ecke und möchte auf die Halbkette feuern. Okay, wieder auf die Halbkette. Aufklären? Jupp. Treffen? Ne, 4 reicht nicht. Nein. Gut, dann wollen wir noch einen kleinen Marker und dann bin ich durch. Gut, dann gehen wir in Runde 7. Okay, Runde 7. Genau, ich möchte noch entpinnen. Ja. Achso, ich muss noch meine Markerchen ausschreiben. Ja, ich habe das schon gemacht. Ich möchte entpinnen, der ist ja auch gepinnt, ne? Nein, der ist leider immobilisiert. Ich habe hier 3 gepinnte Einheiten. Das heißt, ich nehme ein W6. Ja. Eine 3. Natürlich. Natürlich. Das heißt, die 3 kommen weg und ein Marker. Ein Minientreffer wäre doch mal was. Nein. Und? Leider nicht. Ah. Wir haben. Meine Befehle. Oh, das sind nur 5, 6, 7, 8. Könntest du wiederholen, wenn du möchtest. Einmal pro Spiel mit deinem Offizier. Nö, 8 reichen mir, glaube ich. Das Auto fährt mal nach vorne und nimmt den Mark ein, weil jetzt ist nämlich der T-34. Ja, die sind doch noch drin. Sind da auch immer noch drin. Okay, dann machen wir das nicht. Der ist immobilized.
Der Königstiger fährt rüber. Oh, jetzt. Oh, minus 5. Ja, 3 Zoll, wa? Ja? Wird da mitten auf der Schiene stehen, so, ne? Ja. Und feuert auf. Was? Den IS. Warum? Der macht doch gar nichts. Ja. Der will doch nur spielen. Über 20. Der darf zwar nicht mehr fahren, aber schießen kann er. Wie viel Munition hat der denn so geladen? 3 Schuss, also 2 hat er noch. Ach so. Dann hätte ich ja das auch ausharren können. Ach so, na gut, okay. Sehe ich dich? Ja. Wir haben 20 bis 30 Zoll. Ich bin gefahren, du bist obskur. Das ist die. Magische 6. Die 6, ja, die magische 6, genau. Nein. Die Battlegroup 6. Die Battlegroup 6. Ja. Die müssen auch nicht mehr so viel haben, oder? 6 Schuss, 8 haben sie, ne? Ja. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Ziele. Den sehe ich nicht. Den Munitionstransporter sehe ich auch nicht. Der ist kaputt. Ja doch, ich sehe das. Der war auch kaputt, ne? Aber auch gar keine. War der kaputt? Ja, stimmt, der war kaputt, ja. Ist mir gerade eingefallen. Aber ich sehe dein Hinterteil von dem T-34 da hinten. Von dem hier? Ne, von dem anderen. Von dem. Der ist zwar sehr, sehr weit weg, aber wir versuchen es mal. Wir knallen ihn auf. Nein? Nein. Zweiter Schuss? Der hat geschossen auf den. Ja, dann sehe ich ihn. Ja, okay, das wahrscheinlich die 6 sein, ne? Sehr weit weg, ne? Nein. Ah, das wäre es gewesen, ne? Richtig schön von hinten rein. Lucky Shot. Was? Richtig schön von hinten rein. Zurück. Wo bin ich hier gelandet? So. Der feuert auf den. Wobei das ist der Sniper, denk dran. Ja, ich bewege mich trotzdem. Der schießt in den Guckschlitz rein da oben. Ich bewege mich. Mhm. Feuer. Sehe ich dich? Hast du gefeuert? Ja, ne? Der hat doch dein Auto da weggeschossen. Genau, so. Es sind 20 bis 30 gefahren, obskurt. Magische 6. Magische 6. Oh, fast. Nein, fast. Das ist auch nichts gewesen. So, und hier machen wir jetzt mal 2 Schuss raus. Auf ein Ziel, oder? Ja, auf ein Ziel. Beide zum Sehen. Eine 6. Oh, eine Doppel 6. Oh, jetzt nehmen wir was andere. Du hast bestimmt gesagt, der nächste war schon der Treffer, den du gerade geworfen hast. Ne? Ja. So, hier haben wir auf jeden Fall 20 bis 30. Du weißt, 2x 6 kommen nicht hintereinander. Das ist das Gesetz. Ja, aber das sind andere Würfel. Nein. So, hier sind wir jetzt tatsächlich schon bei 7. Das heißt, ich muss mal deine Versorger langsam vornehmen. Ich muss jetzt mal mit Versorgern rum. Der fährt ran. Nächste Runde kann er dann munitionieren, ne? Mhm. Wenn er noch steht. Wenn er noch steht. Tja, mit dem müsste ich eigentlich auch ran. Ich setze die beide mal nach vorne hier. Oh, ich setze die mal hier hinter. Sicher ist sicher. So, ich habe jetzt noch 2 Befehle. Ich könnte jetzt die Ari feuern lassen. Ja, da hast du ja nur ein Geschütz. Da habe ich nur ein Geschütz. Ich bringe den erstmal noch in Sicherheit. Ach, in Sicherheit? Jetzt schon Rückzug in die Wiese. Nee, nur in Sicherheit. Ja. Oder warte mal. Ja. Ich fahre mal vor. Ja. Und feuer einfach mit dem Maschinengewehr. Boah. Seine Infanterie. Die? Ja. Was? Ja. Man schießt ja nicht mit MG auf Infanterie. Na klar. Du schießt doch hier auf dem Panzer mit MG. So. 18 Zoll. Mal aufklären, ne? Mal aufklären. Infanterie in der Open. Ja, jawohl. Das reicht. So, was haben wir denn da drauf? Wir haben MG. Ja, das ist ein ganz normales. Legal, ne? Ja. Peinlich 3 Schuss, ne? Am Python nicht 5. Python Mounted MG haben 5 Schuss. Gut, dann haben wir 5. Wie viel Zoll waren das? Ja. Na, ich denke 2 Treffer wahrscheinlich, oder? Wir haben unter 20.
25 ist die 4. Und also du hast die bewegt, die 5. Ja, gilt das bei? Hier steht Small Arms MG ist Fire Move or Will Move. Nee, das ist das alte Sheet. Das ist, das gibt's doch nicht mehr. Achso, dann gucken wir mal hier rein. Ich hab's hier. Das ist der neue Sheet. Da gilt nur Fired Moved. Achso, ja. Ja gut, dann. Ja gut, dann nehmen wir halt das. Also ein Treffer. Ja, ein Treffer. Ah. Ah, Sumeralcheck. Oh. 5, alles gut. Hä? 5? Achso, ja, klar. Noch so einen kleinen Würfel wegen Lebenspunkte. Nee, ist ein Fire and Move. Achso. Nee, das gibt's nicht mehr. Jetzt Fire and Move. Geil. So, das heißt, hier sind dann noch 3 Mann drauf. So, ich habe noch einen einzigen Befehl. Den schenkst du mir. Den schenke ich dir. Ja, kann ich nichts machen. Deine Runde 7. 7, nächste. Runde 7, 7 Befehle. Schuss. 1. Das war's? Nee, 2, da. Ja, so viel steht da nicht mehr. Ja, die gehen ja die Ziele aus angeblich, ne? Ja, irgendwie schon. So, das heißt 2, 4, 6, 7 und 2. Wieso habe ich hier einen Deutschen dabei? Das weiß ich auch nicht. Hast du mir unterschlagen? Schnell weggezogen. So. Ja. Nein, der hat sich nicht bewegt. Nein. ja. 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 Das ist, glaube ich, Front noch, ne? Na? Das müssten wir jetzt mal tatsächlich. Geht der von Mitte des Fahrzeuges aus oder von? Nee, der macht ja. Ecke? Ja, dann ist es eine Seite. Mhm. Du schießt ja auf mich, nicht ich auf dich. Ja. Ich glaube, ne? Das war ja bei Flames of War war das ja anders. Ja. Bei Flames of War war es, glaube ich, über die Mitte des Fahrzeuges, ne? Das war doch hier hinten drin. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr selber sicher. So oft hat man dieses Szenario eigentlich gar nicht. Dass man in die Seite kommt, ne? Weißt du, platzt zuvor schon auseinander. So, wie war diesen. War das nicht hier vorne einfach? Oder war das so eine Beispielkarte irgendwo aufgemalt, ne? Verdammt! Irgendwo war das doch hier zu sehen. Ach hier. Doch, durch die Mitte. Durch die Mitte, okay. Na, das ist die Seite. Dann ist die Seite. So gut, dann Feuer frei. Ja. Auf der? Ja. Ja, so Reichweite haben wir. Über 20, denke ich. Ja. Über 20, obskurt, ich bin gefahren. 6. Die magische 6. Ach komm. Die magische 1. Zweite. Auf der, jetzt aber. Oh, nein. Und dann ist er leer. Der macht mir keine Sorgen mehr. Erstmal, ja. Ja, dann. Ramsen. Ja, 12 Zoll. Nein, gucken wir mal. Ja. Zack. Du musst im Base-Kontakt sein. Im Base-Kontakt, ja, bitte. Also tatsächlich irgendwie 1 Zoll oder so. Dann machen wir es so. Mhm. Dann, die brennen ja. Naja. Feuer auf die Halbkette. Jawohl. Aufgeklärt. Ja. Oh, das ja, ist, glaube ich. Unter 20 obskur. Ja, ist die 5. Ja. Oh, nee. Zerstört und. Ein Toter aber nur. Und gepinnt. Okay. Also der ist zerstört. Das ist mein Command. Warte mal, das ist ein Toter. Ein Toter, ja. Mein Command besteht nur aus 2 Mann. Und ich bin gepinnt, ne? Ja. Dann ist er weg. Das sind 2 Marker. 2 Marker. So. Alter Schwede. Den möchte ich gerne vorfahren und feuern. Auf so ein Versorger da. Was? Hier stehen überall Panzer und du schießt auf Versorger. Ja,
habe ich mir letztes Mal abgeguckt, von Michael, der hat mir noch LKWs geschossen. Den Versorger? Ja. Den hier, ja? Genau. Das ist ja ultra weit weg. Das ist ja da. Auf. Ja, ein bisschen, ja. Alter! Da ist die 6. Ist egal, wie weit er ist. Aber drei Treffer brauchst du. Nee, ich schieß doch mit. Ach so, ich schieß ja mit AP, genau. Gegen auf die SS-Tabelle ist das doch. Ja, ja. Aber was? Was? Oh! Ja. Kaboom! Und da der mit Benzin beladen ja, ist. Ja, ja, ja. W6. Warte mal. W6 Treffer. Ja. Warte, habe ich Rüstung und Rettungsruhe? Ja, das war woanders. Ja, und damit muss ich leider sagen, dass du mich bereits jetzt gebrochen hast. Echt? Ja. Krass. Ja. Ich habe noch genau ein Battle Rate von 6 gehabt. Und hier liegen die 7. Und damit tatsächlich hast du gewonnen. Ja. Krass, ich habe noch jetzt ein Battle Rate von 24. Hast du noch? Habe ich noch. Ich habe aber auch extrem niedrig gezogen. Ja, ich hatte ein bisschen dabei. Ja, das war heftig. Ja, also wir haben es eben schon besprochen. Also was mich jetzt tatsächlich gekillt hat, waren die Halbketten. Die Halbketten waren alle 4 jetzt im Eimer, ne? Ich glaube, es war keiner mehr auf dem Feld. Es sind alle 5. 1, 2, 3... Eigentlich 4, 5. Genau. So, und da waren jeweils 4 Infanterieteams drin. Der eine war ja nur eine Pack noch drauf. Aber es waren tatsächlich 8 Marker. Das Problem war auch natürlich, dass die so klein sind, die Einheit. Also die Infanterie in dem Sinne. Ja. Da hat man ja direkt mit denen W3 Schaden. Wenn du 3 Schaden gemacht hast, ist der letzte ja weggelaufen, weil die automatisch gepinnt waren und zerstört waren. Genau. Also das hat nichts gebracht. Königstiger muss ich sagen, okay, sind schon Brett, ne? Die sind schon, ja. So, 8 Schuss drinne, mega gepanzert, eine krasse Kanone drauf, also das sind schon echte Killer. Wenn du triffst, zerstörst du es. Ja. Und da, ich meine, so der IS-2 ist auch schon so geil gepanzert, geile Kanone, aber halt nur 3 Schuss. 3 Schuss, ja. So, also von daher muss ich sagen, so ein Königstiger ist schon richtig gut, ne? Was kostet einer an Punkte ungefähr, weißt du? Also das HQ hat 91 plus das HQ, also über 100 Punkte einer. Und das Platoon an sich hat, glaube ich, 308 Punkte oder so, 3 Stück. Geht aber. Das geht eigentlich. Für ein IS-2 kostet, glaube ich, 88. Hm. Ich glaube, du hast ja auch über 300 für... 3 Stück. Nee, 5 Stück hätten 3, aber 5 genau. Habe ich ja nicht eingesetzt. Genau. Ich habe ja nur 3 einzelne eingesetzt. Ja, IS habe ich tatsächlich 2 auch geknackt. Ja. Ne? Relativ easy sogar. Ja, die waren, ja, wenn ich treffe, dann ist es halt das einfache. Im Shootout hat man keine Chance gegen diese Dinger. Das ist einfach so. Deswegen habe ich mich dann darauf dann fokussiert, halt diese weichen Ziele, Anführungsstrichen, abzuernten. Ja. Weil die dicken hätte ich. Ja, wie oft willst du denn da drauf schießen? Da hätte ich mit Glück nur in die Flanke oder ins Heck. Ja. Aber dann ist das eigentlich auch ein... Du fährst hin, versuchst es, schaffst es nicht. Tod ist tot. Ja, weil dann kommt irgendwas anderes und knallt ihn weg. Oder du musst halt mit der Masse hin, irgendwie weiß ich nicht, 5 T-34 und dann ran da ran. Aber ich kann immer nur auf 2, maximal 2 T-34. Ja, so wie es in der Realität war. Die haben es einfach überrannt dann irgendwann, diese schweren Panzer. Denn. Genau. Ja, zu der Liste an sich, die Grillen fand ich jetzt ganz cool. Ja. Zwei schöne kleine Artilleriegeschütze, die auch richtig was austeilen können, was auch Infanterie angeht, finde ich gut. Klar, negativ, du musst den Versorger unbedingt dabei haben, weil sonst... Da kostet ja nur 8 Punkte. Ja gut, das kostet halt nichts. Ne? Aber du musst die jetzt schon in Stellung bringen und dann könnt ihr auch in Ruhe feuern. Ein Observer dabei, mein HQ habe ich auch noch aufgewertet gehabt zu einem Artilleriespotter. Der hätte also auch noch spotten können, wenn der ausgefallen wäre. Dann war es ja relativ früh festgefahren im Matsch. Ja, der war ja dann immobilized. Ja, ansonsten, mehr Fahrzeuge hatte ich nicht. Die 250er fand ich so irgendwie ganz interessant. Auf Papier sahen sie gut aus. Weil sie die erste Liste waren, die tatsächlich so, die es bei Battlegroup so gab, die 250er mit 4 kleinen MG-Teams. Medic war noch dabei. Ach stimmt, in dem Command-Team stimmt, wäre ein Medic drin gewesen. Aber es wäre ja dann auch also tot ist tot. Also die wären dann zwar noch mit ausgestiegen, aber gut. Ich glaube, die würde ich tatsächlich in der Kombi jetzt nicht mehr spielen. Wir haben schon mal gesprochen. Ich glaube, ich würde Infanterie zu Fuß mitnehmen. Die sieht man halt auch erst im Gelände, wenn sie im Gelände eingegraben sind, auf die 4. Also die kriegst du auch relativ schwer raus. Infanterie zu Fuß ist, glaube ich, die bessere Wahl. Und da muss man nur aufpassen, glaube ich, auf so leichte Fahrzeuge, die mit so wie 20 mm oder sowas, denn die genau, immer schnell behaken können. Aber ansonsten, so, wenn Panzer oder so angeht, haben die ja keine Angst in dem Sinne so vor, ne? Weil schwierig zu sehen sind. Richtig. Ja, war trotzdem ein cooles Spiel. Ich würde die Liste jetzt nochmal ein bisschen optimieren.
Nochmal gucken, okay, was kann man da, da gibt es auch weitere Infanterie Slots auf jeden Fall noch, die man da belegen kann mit verschiedenen Infanterielisten in dem Buch. Ich glaube, interessant wäre es auch als Angreifer mit so einer Liste. Ja, wenn du eine Verteidigungsliste hast, vielleicht schön mit ein paar schönen Panzerabwehrkanonen und so weiter. Wobei, du brauchst halt da auch dicke Panzerabwehrkanonen. Das ist es ja. Dann find das mal welche auf alliierter Seite, die sowas mal beschlagen können. Das ist so maximal 90 mm, ne? Ja, also die Russen haben ja, was haben die denn? CIS-3? CIS-3 ist ein 76er. Ja, ein größeres Kaliber als... Ach doch, die haben noch 100 mm, haben die, glaube ich, noch. Ja, bei den Amis hättest du noch diese 90er Flugabwehrkanone. Stimmt, ja. Auf dieser Drehscheibe. Ja, ja, wird schon, damit schon kritisch. Ja. Klar, also wir haben mal geguckt, wenn der jetzt auf Ami-Seite ein Pershing, aber das hat er gehabt, also ich denke 9. Ja. Der macht auch nichts gegen die Dinger. Und der Yoshi, der ist schon wieder hier ganz nötig, ne? Weil wir jetzt nämlich gleich fertig werden wollen. Ne? Ja, dann sagen wir erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, falls ihr wieder Anregungen, Kritik oder sonst irgendwas loswerden wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Weil, falls ihr mehr Battle Group sehen wollt, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Ihr habt ja auch neulich wieder einen Battle Report rausgehauen. Mhm, genau. Also Tabletop Eagles, der Link ist wieder unten in der Videobeschreibung. Gerne mal vorbeischauen, mal ein Abo da lassen. Und ja, wir sehen uns dann beim mal gucken, was wir das nächste Mal für einen Schabernack treiben. vielleicht hast du mal Bock, in so eine Liste zu spielen, wenn sie modifiziert ist? Ja. Okay. Dann muss ich meines auch noch modifizieren. Ja. Ja, wir brauchen größere Rohre. Ja, größere Rohre. Größere Rohre ist die Ansage. Von daher, wir müssen mal gucken, was wir da machen können. So, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.